Punkt 12 und steigen ein in die Behandlung des Tagesordnungspunktes. Und da haben wir einen sehr umfangreichen Ersetzungsantrag vorliegen, wo ich es doch sehr hilfreich empfände, wenn wir den als erstes mal vorstellen könnten. Und jetzt interfraktionell geschäftsordnend, Herr Scholbach. Erster Bürgermeister, nicht zu verstehen, jetzt. Ich habe es vorhin versäumt, kein Geschäftsordnungsantrag. Ich möchte mich für diesen Tagesordnungspunkt für befangen erklären, da ich schon in anderer Eigenschaft tätig geworden bin und werde deshalb nicht an der Beratung und Beschlussfassung mitwirken. Dann jetzt die Frage, wer von den interfraktionellen Einreichern es vorstellen würde, den Ersetzungsantrag. Bitte schön, Herr Löser. Sehr geehrter Herr amtierender Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich darf für die Fraktion der Linke, der Grünen, der SPD und für die beiden Piraten hier den interfraktionellen Ersetzungsantrag einbringen und Ihnen auch kurz vorstellen. Wenn Sie zurzeit in Dresden an der Elbe langfahren, auf der Johannstädter Seite, dann Richtung Pirnaische Vorstadt, kommen Sie an der MS Wissenschaft vorbei. Herr Bürgermeister Hilbert war ja, wie wir es in der Zeitung lesen konnten, auch zur Eröffnung dort. Und dieses Schiff, das ist das Wissenschaftsjahr 2015 vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, ankert da in Dresden 4 Tage lang jetzt, um uns darüber zu informieren, wie der Bund mit den Kommunen in einen Dialog treten will, wie die Stadt der Zukunft aussehen kann. Und was wir hier tun mit diesem interfraktionellen Ersatzungsantrag ist, dass wir eine Fortschreibung des Masterplangebietes nach vielen dieser dort beschriebenen Ziele gern beauftragen. Ich möchte noch mal erinnern, es geht um das Gebiet Leipziger Vorstadt. Sie wissen das, 2011 hat der Stadtrat mit allen Stimmen damals den doch sehr, wie wir fanden, gelungenen Masterplan aufgestellt. Nun wissen Sie auch, dass 2013 das Hochwasser da uns, sagen wir mal, überrascht hat und uns dazu gezwungen hat, auch unsere Ziele für die Fortschreibung des Masterplanes unter anderem deswegen neu aufzustellen. Ich möchte Ihnen die Systematik vorstellen. Wir würden gern zu der Vorlage der Verwaltung diesen Ersetzungsantrag stellen. Und dieser Ersetzungsantrag hat 2 Punkte. Einmal beschreibt er, was wir als neue Ziele in dieser Fortschreibung des Masterplanes, denn wir glauben, dieser Masterplan sollte fortgeschrieben werden, definieren. Und ich möchte Sie ihn kurz vorstellen. Wir glauben auch in der Behandlung der letzten 4 Jahre dessen, es ist ja ein sehr umstrittenes Gebiet, das wissen Sie alles, ist deutlich geworden, dass wir bestimmte Aspekte, zum Beispiel die Frage des Hochwasserschutzes, aber auch die Frage der Lärmbelastung, sehr genau untersuchen sollten, um diesen Masterplan fortschreiben zu können. Im Punkt Römisch 2 greifen wir auf den von der Stadt damals vorgeschlagenen, eigentlich sehr guten Gedanken, Park schafft Stadt. Wir wollen, dass das ein Modellstadtteil wird, so haben wir es damals ja auch schon beschlossen, und zwar ein Modellstadtteil des 21. Jahrhunderts, ein ökologischer Modellstadtteil. Deswegen steuern wir nach, weil wir glauben, dass wir dort Grünstreifen brauchen, die eben in breiter Anlage einen Biotopverbund zum Beispiel ermöglichen, möglichst entlang des Bahndammes. Wir wollen gern, dass wir die Bahnbögen am Neustädter Bahnhof öffnen in das Quartier hinein. Wir wollen die Wegebeziehungen mit den Nachbarquartieren prüfen und eventuell auch anbinden lassen. Wir wollen vor allem, und das ist natürlich auch der Debatte der letzten Wochen geschuldet, die Sicherung öffentlicher Radwege. Wir wollen aber auch einen Gedanken einbringen, der auch in dieser Ausstellung heute dort stark thematisiert wurde. Was macht man eigentlich mit Zwischenbereichen, mit Abstandsflächen? Und da gibt es mittlerweile viele Leute, die sich für diese Bereiche interessante Nutzungskonzepte auch als Zwischennutzung ausgedacht haben. Wir wollen in Römisch 3, dass dieses Gebiet ein neues städtisches Wohngebiet wird. Wir wollen da einen hohen Wohnanteil und wir wissen aber auch, dass es natürlich kleinteiliges Gewerbe an dieser Stelle, so wie es das ja schon gibt, auch weiter dort geben wird und geben soll. Was wir ausschließen, ist großflächiger Einzelhandel an dieser Stelle.
Und ich möchte auch dazu mal etwas noch konkreter sagen. Es wird ja auch dezidiert oft uns der Vorwurf gemacht, wir würden Interessen von Investoren hier verhindern. Und ich spreche jetzt mal als grüne Fraktion. Uns ist nicht Globus oder Frau Töberich oder irgendein anderer Investor der Maßstab unserer Entscheidung, sondern städtebauliche Ziele. Und wir sagen ganz klar, wir haben überhaupt nichts gegen Globus. Wir wollen nur eine Entwicklung in diesem Gebiet verhindern, die einem Unternehmen wie Globus, was in anderen Städten mit ganz anderen Unternehmungen am Start ist, hier im Prinzip seine Interessen durchsetzt. Deswegen haben wir reingeschrieben, kein großflächiger Einzelhandel. Das bedeutet, Globus wird dort an dieser Stelle nicht stattfinden. Wir sagen aber auch dem Gedanken, dass Globus in dieser Stadt zentrenrelevant eine Ansiedlung vornimmt, dem verschließen wir uns natürlich nicht, weil wir genauso wenig etwas gegen Globus wie gegen Lidl, gegen sonst noch jemand haben, sondern das ist ein Unternehmen wie viele andere. Für uns ist sehr wichtig, dass sich diese Bebauung, die dort kommen wird, in den nächsten Jahrzehnten, und so ein Projekt ist es, wir reden über die nächsten Jahrzehnte, der Höhenbeziehung nach an dem anpasst, was wir dort bereits haben, das heißt nicht mehr als 6 Geschosse an der Elbe, wenn dort Bebauung stattfindet, nicht mehr als 4. Für uns ganz entscheidend ist die Frage der Einbeziehung sowohl der Eigentümer, der Grundstückseigentümer, aber auch der Bürger. Und wir regen an, hier unter Punkt Römisch 5, dass das Mittel der Dresdner Debatte geprüft wird, ob es bei der Fortschreibung dieses Masterplans hier zur Anwendung kommen kann. Zum Schluss. Ja, noch 2 Sätze. In Römisch 6 beschreiben wir die Planungsperspektiven. Wir wollen keine vollendeten Tatsachen, aber wir stellen uns mit dem Wissen, dass wir eventuell notwendige Aufstellungsbeschlüsse dort fassen müssen, auch dieser Tatsache, weil wir eben keine ungeordnete Entwicklung wollen, bitten wir die Verwaltung, bis September 2015 notwendige Aufstellungsbeschlüsse uns auch vorzulegen. In Punkt 2, das ist noch sehr wichtig, deswegen sage ich es kurz, beauftragen wir, dass die Planung Gebietsschutz für den Hochwasserschutz dort in Gang kommen kann. Die Mittel sollen dem Geschäftsbereich entnommen werden, das Gleiche für die Mittel der Fortschreibung des Masterplanes. Und wir hoffen damit, dass wir dieser Stadt Dresden einen Stadtteil entwickeln, der dem 21. Jahrhundert angemessen ist. Danke. So, wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt FDP, Freie Bürgerfraktion. Herr Fischer, nein? Dann wäre als nächstes die CDU-Fraktion, Herr Thiele. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal möchte ich meine Freude hier zum Ausdruck bringen darüber, dass wir heute nun endlich zur Behandlung dieses Punktes kommen können. Das ist erfreulich, weil dieses Vorhaben ja nun schon seit fast einem Jahr hier bei uns auf Eis liegt, weil die neue rot-rot-grüne Koalition hier im Stadtrat sich eben so lange Zeit gelassen hat, einen entsprechenden Ersetzungsantrag hier zu erarbeiten und so lange auch die Investoren dort an dieser Stelle am langen Arm verhungern lassen wurden. Was jetzt hier heute vorliegt in dem Ersetzungsantrag, Herr Löser hat ihn gerade entsprechend eingebracht, geht aus unserer Sicht schon ein Stück weit zurück hinter dem Stand, den wir eigentlich im Frühjahr, Sommer letzten Jahres hier erreicht hatten, und insofern ist es zunächst erst einmal enttäuschend. Denn es ist mal wieder ein Beleg dafür, wie hier in dieser Stadt neuerdings mit Investoren umgegangen wird bzw. umgegangen werden soll. Man stellt sich also gegen Investitionsvorhaben, schiebt Gründe vor und schiebt alles auf die lange Bank, verzögert und verhindert. Und das ist erstmal nicht in unserem Sinn. Zunächst wird dann eben auch mit den Leuten gesprochen und man hat sogar suggeriert, dass es einen Weg zur Einigung gibt. Das war Anfang dieses Jahres, dann gab es eine Unterredung, die doch sehr, ja, wie soll man sagen, eigenartig geendet ist im Stadtplanungsamt, was auch zu großer Verstimmung geführt hat. Und jetzt wird hier so ein Ersetzungsantrag vorgelegt, dem wir im Großen und Ganzen folgen werden, wenn noch eine Sache entsprechend möglicherweise eingeordnet wird. Und da bitte ich jetzt auch einfach mal um Verständnis, denn
Auch Ihr Ersetzungsantrag ist uns ja erst heute zur Kenntnis gelangt, beziehungsweise erst gestern Nachmittag, sodass wir eben auch keine Zeit hatten, uns mit den Details hier so auseinanderzusetzen, dass wir unsere Ergänzung hier eher einbringen konnten. Und zwar möchten wir konkret in Ihrem Punkt Römisch 3, Entwicklung eines Wohngebietes, im Punkt 3.1 am ersten Satz noch etwas ergänzen. Hier schreiben Sie: Im Gebiet ist die Entwicklung eines städtisch geprägten Wohngebiets vorrangig in den Bereichen zu prüfen, in denen keine oder geringe Restriktionen aufgrund Hochwasser, Lärm oder Schadstoffen festzustellen sind. Jetzt wissen wir ja, über welches Gebiet wir sprechen, und natürlich müssen wir dort die Punkte Hochwasser und Lärm insbesondere beachten. Deswegen wäre es unser Wunsch, hier noch einen Nebensatz zu ergänzen, und zwar nach dem Wort sind ein Komma einzufügen. Und dann möchte ich jetzt hier bitten, das aufmerksam mitzuverfolgen. Nach dem Komma, beziehungsweise durch hochwasserangepasstes Bauen gemäß § 78 Wasserhaushaltsgesetz ausgeglichen werden können. Also die Entwicklung eines städtisch geprägten Wohngebiets, vorrangig in den Bereichen zu prüfen, bla bla bla, und dann also durch hochwasserangepasstes Bauen gemäß § 78 Wasserhaushaltsgesetz ausgeglichen werden können. Ich denke, das ist eine Ergänzung, die es dann der Realisierung dieses Vorhabens etwas leichter machen würde, die auch entsprechend gesetzeskonform ist, weil sie auf den entsprechenden Paragraphen im Wasserhaushaltsgesetz abzielt und die sozusagen die Investition dann in jedem Fall ermöglicht. Wir bitten hier insbesondere die SPD, die ja seinerzeit voriges Jahr den Ergänzungsantrag eingebracht hat, den wir auch entsprechend mitgetragen haben, hier mitzustimmen, denn so wie es bisher hier gelaufen ist, kann es nicht sein, und wir möchten einfach verhindern, dass hier den Investoren weitere Stolpersteine in den Weg gelegt werden. Vielen Dank. So, als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Wirtz. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Stadträtin, liebe Stadträte, es ist ja so, nicht die Kooperation hat hier die Bauwilligen, die Bauträger warten lassen, sondern wir haben uns ja einen Fahrplan gegeben, weil wir erkannt haben, und das haben eigentlich alle erkannt, dass es mit diesem Gebiet 357 nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt. Wir haben 2013 eine weitere Flut gehabt, die uns zeigt, dass diese Wasserstände eben nicht alle 500, sondern gegebenenfalls alle 5, 6 oder 12 Jahre auftreten. Wir haben erkannt, dass wir an den Bahnlinien nicht so nah ranbauen dürfen aufgrund des Lärms eines aktiven und benutzten Bahngleises der Deutschen Bundesbahn. Wir haben gelernt, dass wir auch an der Leipziger Straße durch Verkehrslärm Restriktionen unterworfen sind. Es hat hier schon, gerade wenn man mit den Investoren in der Tat redet, Vorhaben gegeben. Die wollten auch der Stadt was Gutes tun, die wollten zum Beispiel Kitas bauen. Das war alles Bebauungsplan hin oder Bebauungsplan her, nicht schlichtweg aus diesen Gründen nicht genehmigungsfähig. Und es ist auch so, wir lassen hier auch Investoren nicht am langen Arm verhungern, sondern wir wollen verhindern, dass die wirklichen Investoren, nämlich diejenigen, die am Ende dort lange wohnen sollen, nämlich die Wohnung kaufen, nicht diese bauen und kurzfristig weg sind, die sich dort vom Acker machen, ja, und dann die Leute mit dem Problem alleine lassen, sondern dass diejenigen, die am Ende dort sich auf Jahrzehnte festlegen, dass die nämlich nicht ersaufen. Das ist unser Anliegen, das halten wir für wichtiger als das Verhungern. Das möchte ich einmal ganz klar unterstreichen. Insofern ist uns auch der Hochwasserschutz in dem Gebiet der wichtigste und der sensibelste Punkt. Es liegt auf der Hand nach den Erfahrungen, die wir 2002 und 2013 gemacht haben, dass wir hier sehr vorsichtig sein müssen. Es ist eine meiner schlimmsten Erfahrungen als Bauingenieur in Dresden gewesen, als wir 2002 in Gohlis zur Fluthilfe ausgerückt sind und dort Gebäude, Einfamilienhäuser, die dort genehmigt worden sind in der Sturm- und Drangzeit Anfang der 90er, bewerten mussten, ob die noch standsicher sind oder nicht, und dort wirklich dann Familien gesehen haben, die Tränen aufgelöst mit einer mangelhaften Versicherung vor dem Ruin ihres Lebens gestanden haben, nämlich einer verschuldeten Immobilie, die nicht mehr benutzbar war, und noch dazu den Verlust sämtlichen Hausrates. Wir
laufen hier Gefahr, mit dem Gebiet 357 zwischen Leipziger Straße und Elbe über 1000 Menschen im schwer überflutungsgefährdeten Gebiet anzusiedeln. Das kann unseres Erachtens nur passieren, indem dort der Flutschutz öffentlich durchgeführt wird, öffentlich gesichert wird und nicht durch Insellösungen, die nämlich am Ende eine Rettung und Evakuierung wieder der Stadt an die Verantwortung geben und die sozusagen dann im Flutfall den Aufwand der Rettungsdienste in Dresden erhöht, und zwar in einem gefährlichen Maße erhöht, weil wenn wir dieses Recht einmal jemand geben, kann auf dieser Basis dieses Rechtes dann jeder andere auf genauso bauen. Das wollen wir vermeiden. Insofern möchte ich auch erstmal vor dem Paragraphen 78 Wasserhaushaltsgesetz warnen. Dieser nachgebende Flutschutz, und das hat auch gestern der Amtsleiter des Umweltamtes in der Pressekonferenz in der Stadt im Rathaus festgestellt, dieser Flutschutz, der uns hier im Bauausschuss auch präsentiert worden ist, das Hamburger Modell überflutbare Tiefgarage, funktioniert eben in der Praxis nicht. Das sind Lösungen aus den 60er Jahren, die sind in Hamburg gebildet worden nach der großen Flut. Und es ist so, dass sobald diese Wohnungseigentümergemeinschaften vereinzelt sind, es keinen zentralen Ansprechpartner mehr gibt, ein paar Jahrzehnte oder ein paar Jahre zwischen Flutereignissen ins Land gegangen sind, dort keine Erfahrung mehr besteht, es wird verharmlost, es wird vergessen und dann im Flutfall funktioniert es nicht mehr. Insofern ist hier ganz wichtig, und da haben wir einen Gleichklang auch zwischen dem Umweltamt von gestern und dem Stadtplanungsamt, also die Bürgermeister Marx CDU und Hilbert FDP, die sozusagen hier auch diesen Flutschutz entlang der Elbe mit einem Gebietsschutz, also einer Wallanlage, einem Damm, bevorzugen, favorisieren. Und dem wollen wir folgen, das steht auch in unserem Antrag drin. Wir wollten uns nicht weiter darauf verlassen, wann die Flutlinien nun kommen. Das hat Herr Korndörfer gestern auch überzeugend festgestellt, dass die Flut 2013 höher war, als sie gemessen an den Pegeln 2002 hätte sein dürfen. Das heißt, die Dynamik der Elbe und auch die Eingriffe im Flussraum elbabwärts haben zu einem geänderten Verhalten der Elbe geführt. Und er hat gesagt, wir müssen jederzeit damit rechnen, dass durch die Form des Hochwasserscheitels, der Flutwelle und auch durch die Angriffe in der Elbe, dass dort Ereignisse auftreten, die eben örtlich höher sind, als wir uns das vorstellen können. Das würde hier über 1000 Menschen gefährden, und dem wollen wir ganz klar einen Riegel vorschieben, wenn dort eben überhaupt gebaut wird. Behutsam bauen, nachhaltig bauen, umweltgerecht bauen. Das sind die Präferenzen, die wir setzen, und ich bitte um Zustimmung zu diesem Antrag. Vielen Dank. Wird Bündnis 90 vorhin nochmal das Wort gewünscht, Herr Löser, nochmal, oder mit der Einbringung passiert? Nein, Schlusswort haben Sie nie, weil das eine Stadtvorlage ist. Das ist nur, wenn das Ihre eigene Vorlage ist, auch wenn es ein großer Ersetzungsantrag ist, aber das haben Sie trotzdem nicht. Also hätten Sie jetzt die Chance in der Fraktionsrunde oder müssen Sie später nochmal melden? Dann ist SPD-Fraktion Herr Blümel. Sehr geehrter erster Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Stadtentwicklung ist für uns als SPD-Fraktion nicht nur die Gestaltung von Stadträumen, sondern sie ist in erster Linie, so wie immer in der Kommunalpolitik, ein Ausgleich von Interessen, und zwar ein fairer Ausgleich, wenn es optimal läuft. Und dieses erreichen wir besonders dann, wenn wir geordnete Verfahren haben, in denen dieser Interessensausgleich ablaufen kann. Genau das machen wir heute mit unserem Ersetzungsantrag, dass wir einen konkreten Zeitplan beschreiben, in dem dieser faire Interessensausgleich stattfinden kann. Er beschreibt weiterhin, dass da am Anfang die Aufnahme einer Situation steht, wie sie jetzt vorgefunden wird, dass beschrieben wird, wer dort eigentlich schon zu Hause ist, dass beschrieben wird, welche Restriktionen gibt es in diesem Gebiet. Und dann schreiben wir auf, das ist unsere Aufgabe, welches sind die allgemeinen, die öffentlichen Interessen. Und dann guckt man, was hat der Private, der dort Grundstücke möglicherweise gekauft hat, für Interessen. Und dann gleicht man dieses aus. Das ist unser Anliegen. Und das ist, glaube ich, auch ganz etwas anderes als das, was in den letzten Tagen von Einzelnen, die dort Grundstücke erworben haben, öffentlich verlautbart worden ist.
Das ist nämlich genau die Aufgabe, die wir als Stadträte, als Gewählte haben, Interessen auszugleichen und nicht den Interessen Einzelner Vorrang zu geben. Und genau das wird mit diesem Antrag aus unserer Sicht auch gut erfüllt. Konkret noch ein Wort zu diesen viel zitierten Investoren. Zum einen möchten wir als SPD-Fraktion den Begriff Investor etwas weiter fassen. Ein Mensch, der in diesem Gebiet, was wir hier beschreiben, Zeit, Lebenszeit, Energie, Kreativität zur Entwicklung eines Projektes investiert hat, ist für uns genauso ein Investor wie jemand, der dort ein Grundstück kauft, dafür viel Geld bezahlt. Ich glaube, das beschreibt den Punkt, was ich meinte mit dem fairen Ausgleich von Interessen. Zu den konkreten Investoren, die da Grundstücke gekauft haben. Unser Eindruck in den Gesprächen mit diesen Menschen ist, dass die viel vernünftiger und verständiger in ihrer großen Mehrzahl sind, als das, was gerade öffentlich in den Medien jetzt den Widerhall findet, nämlich eine einzelne Person, die hier einen öffentlichen Aufschrei erzeugt, weil sie aus welchen Gründen auch immer sich ungerecht behandelt fühlt. Was wir erleben ist, dass viel Verständnis für diese Positionen, die wir hier vertreten und die deutlich sicherlich anders ist, als die Kolleginnen von CDU und FDP das über viele Jahre gemacht haben, dass wir eben erst einmal die Interessen der Allgemeinheit derer, die wir vertreten, für die wir gewählt worden sind, definieren. Und dass wir dann mit Ihnen in vernünftigen, fairen Gesprächen auch darüber verhandeln, wie Ihre privaten Interessen sich in diesem Umfeld, in diesem Rahmen wiederfinden können. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Weg, weil er nämlich auch zu langfristig tragfähigen Lösungen führt. Und daran sind wir interessiert. Und deswegen glauben wir auch, dass es vernünftig ist, zu Beginn sich die notwendige Zeit zu nehmen, die man benötigt, um diesen Ausgleich zu beschreiben, herzustellen, um dann am Ende auch, und da sind wir auch gerne als SPD dabei, zügig zu entscheiden, wenn die Entscheidungsgrundlagen vorliegen. Und jetzt haben wir genau in diesem Antrag, den wir jetzt heute beschließen wollen, ein Datum reingeschrieben, das ist für uns der September. Dann wollen wir hier auch von der Stadtverwaltung genau die Dinge, nämlich die Aufstellung des Bebauungsplans vorgelegt bekommen und dann zügig auch diese Interessen, die wir hier beschrieben haben, in einem Ausgleich herstellen. Fairer Interessenausgleich in einem geordneten Verfahren passt zu uns, das ist nämlich Sachpolitik und genau das wollen wir auch in Zukunft bei weiteren Projekten so handhaben. Vielen Dank. So, wird AfD das Wort gewünscht? Ist nicht der Fall, dann eine weitere Wortmeldung, Herr Dr. Böhmeko. Also, Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, nach diesen salbungsvollen Worten muss man die Sache ja doch mal vom Kopf auf die Füße stellen. Ich will hier nicht inhaltlich argumentieren, das ist nicht mein Gebiet. Man muss eines wissen. Dieses Gebiet behandeln wir hier nicht zum ersten Mal. Dieser Antrag liegt auf dem Tisch, weil wir nur aus Gründen der Rechtssicherheit einen Beschluss des Stadtrats bestätigen sollten, der bereits am 10.07.2014 zu diesem Thema gefasst worden ist. Dieser Antrag war eins zu eins der Antrag der SPD-Fraktion. Heute stehen Sie nicht mehr zu Ihrem Antrag. Wir haben damals noch mit den Investoren gesprochen, das weiß ich noch genau, und mit Hängen und Würgen waren wir dann bereit, im Interesse der Entwicklung dieses Gebietes Ihren Antrag mitzugehen. Ich habe hier schon einmal gestanden und gesagt, der Herr Avenarius hat so viel auf Zuverlässigkeit Ihrer Partei Wert gelegt. Ich habe damals gesagt, ich bin gespannt. Ich wusste schon, was rauskommt. Sie stehen nicht zu Ihrem Antrag. Sie stehen nicht zu Ihrem Antrag, machen wir etwas völlig Neues. Sie legen uns heute einen Antrag von 4 Seiten, mit Tausenden von Punkten auf den Tisch. Das ist weder möglich, diesen Antrag in den Ausschüssen zu beraten, noch ist es möglich, sich in der Fraktion eine Meinung dazu zu bilden. Sie wollten einen neuen Stil im Stadtrat. Ja, das haben Sie erreicht. Ein Stil des Kungelns, der völligen Nichtberücksichtigung aller anderen Fraktionen. Sie haben weder eine sozialistische Einheitsfraktion Dresdens gebildet und damit wird Dresden wirklich nicht gut fahren.
Als nächste Wortmeldung, Herr Fischer. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, der Ersetzungsantrag, der klingt eigentlich toll. Wenn ich den in meinem Bekanntenkreis vorlese, sagen die alle, hier ist ja toll, was erarbeitet worden. Klingt super. Aber ich habe trotzdem ein sehr schlechtes Gewissen oder ein ungutes Gefühl dabei. Das, was nämlich hier nicht stimmt, ist das Datum. Wann haben denn Rot-Grün-Rot das aufgestellt? Vor kurzem erst. Und seit wann beschäftigen sich die Dresdner mit diesem Gebiet, mit dieser Dreckecke dort an der Elbe? Das geht schon über 20 Jahre, meine Damen und Herren. Und seitdem machen sich viele kluge Köpfe Gedanken um dieses Gebiet. Also hätte das, und mir das jetzt so hinzustellen, als hätten wir alles schlecht geplant oder so, es ist doch ganz klar, dass hier gute Projekte echt verhindert werden sollen. Natürlich kommt jetzt der Segen des Himmels dazu, die Flut 2002, 2013. Die Linken, die haben ja sich, und die Grünen haben sich ja richtig gefreut über das viele Wasser. Und die Dresdner, die sich nicht über das Wasser gefreut haben, die haben aber in der ganzen Zeit aus beiden Fluten enorm gelernt. Und das haben wir 2013 gesehen, was in dem Zeitraum seit 2002 schon geschehen war. Und auch seit 2013 läuft schon wieder eine ganze Menge. Was die Seite hier drüben macht, das ist was ganz Komisches, erinnert mich ein bisschen an Kirche. Man droht irgendwie mit einer neuen Sintflut und die Menschen sind alle ganz hilflos und man muss eine Arche Noah bauen und das ist der Ersetzungsantrag. Mein schlechtes Gefühl bleibt. So, meine Damen und Herren, gibt es weitere Wortmeldungen? Auszeit war ja schon. Wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, dann wird man in eine kurze Auszeit gehen. Kommen aus der Auszeit heraus weitere Rede- oder Antragswünsche? Herr Lichti und dann Herr Thiele. Herr Lichti zunächst. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte nur das Ergebnis der Auszeit der Kooperation mitteilen. Und zwar, wir haben uns noch einmal darüber verständigt, über den Änderungsantrag vom Kollegen Thiele. Zunächst möchten wir ausdrücklich feststellen, dass wir es begrüßen, dass die CDU-Fraktion sich jetzt doch hier auch auf eine sachliche Debatte offensichtlich einlassen möchte und hier auch Vorschläge macht. Das finden wir gut und wir hoffen, dass dann auch im Verfahren, im Ausschussverfahren, dann eine konstruktive Zusammenarbeit möglich sein wird. In der Sache müssen wir Sie allerdings enttäuschen. Wir werden Ihren Antrag nicht unterstützen. Ich möchte auch begründen, warum. Sie beziehen diese Frage des hochwasserangepassten Bauens im Sinne des 78 Wasserhaushaltsgesetzes auf das gesamte Gebiet, in dem ein Wohngebiet zu entwickeln ist. Das beinhaltet dem Wortlaut nach, dass Sie auch eine Wohnbebauung sich zwischen Damm, zwischen Deich, zwischen öffentlicher Hochwasserschutzanlage und der Elbe vorstellen könnten, dem Wortlaut nach. Jedenfalls lässt es der Wortlaut offen. Und genau das wollen wir nicht. Wir wollen eben nicht Bürgerinnen und Bürger sozusagen irgendwie losschicken und sagen, wir als Stadt versichern euch, ihr könnt hier getrost wohnen, es ist alles gesichert, auch durch eine solche hochwasserangepasste Bauweise. Das wollen wir dezidiert nicht, sondern wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern sagen, wir wollen einen öffentlichen Gebietshochwasserschutz errichten und danach habt ihr etwas mehr Sicherheit. Herr Thiele, wäre schön, wenn Sie auch, wenn ich mit Ihnen beschäftige, wenn Sie vielleicht mir die Aufmerksamkeit schenken könnten. Danke. Es ist so, natürlich, dass der Gedanke des hochwasserangepassten Bauens durchaus seine Berechtigung hat, wie Herr Dr. Korndörfer aus meiner Sicht zu Recht immer darauf hinweist. Aber das ist für den Bereich hinter der öffentlichen Hochwasserschutzanlage. Denn Dämme können versagen, Dämme können überflutet werden. Diese Erfahrung machen wir immer wieder und da müssen wir uns darauf einstellen. Das heißt, selbst dann, wenn wir einen Gebietshochwasserschutz errichtet haben,
heißt das nicht, dass sozusagen jenseits und ledig aller Sorgen dahinter gebaut werden kann, wie auch sonst in einem hochwassersicheren Gebiet. Und für diesen Bereich brauchen wir natürlich auch noch zusätzlich eine hochwasserangepasste Bauweise. Also in dem Sinne, wenn Sie diesen Antrag so gemeint haben sollten, dann könnten wir insoweit mitgehen, aber Sie haben ihn nicht so formuliert und deswegen möchten wir ihn ablehnen. Aber ich komme nochmal auf den Anfang zurück. Wenn jetzt hier mit diesem Beschluss, den wir heute fassen, eine konstruktive Zusammenarbeit auch mit Ihrer Fraktion möglich wäre, dann würden wir das ausdrücklich begrüßen. Vielen Dank. Herr Thiele, bitte. Naja, äußerst bedauerlich, Herr Lichti. Und natürlich habe ich Ihnen die Aufmerksamkeit geschenkt, aber wir haben gerade noch mal diskutiert, dass Sie ja jetzt unserem klitzekleinen Ergänzungsantrag nicht mal zustimmen können, wie wir uns dann hier verhalten wollen. Und natürlich arbeiten wir hier an jedem Punkt entsprechend konzentriert und auch im Sinne unserer Stadt mit, ja, und konstruktiv natürlich. Und wir werden auch, weil Sie das ja mit Ihrer Mehrheit beschließen werden, im Ausschuss und in den weiteren Planungsphasen dann kritisch und konstruktiv das weitere Vorgehen mit begleiten. Wir finden es äußerst bedauerlich, wie Sie hier agieren. Und jetzt muss ich halt noch mal sagen, was Herr Dr. Böhme-Kurn vorhin gesagt hat, ist vollkommen richtig. Ne? Sie legen uns hier heute zur Stadtratssitzung einen vierseitigen Antrag vor und erwarten, dass wir dann freudestrahlend mitgehen, erwarten sogar noch, dass wir dann bei Ihnen hier zustimmen und da freuen Sie sich und nicht mal so eine kleine Sache von uns, die dann im Sinne der Thematik das Vorhaben noch mal konstruktiv begleitet hätte, können Sie mitgehen. Von daher sollten Sie sich jetzt nicht wundern, wenn wir Ihren Ersetzungsantrag hier heute leider ablehnen müssen, weil wir ihn in der vorgelegten Form und in der Kürze der Zeit, wie wir jetzt hier die Gelegenheit hatten, das zu überblicken, so einschätzen, dass es eben ohne unsere Ergänzung der Sache nicht dienlich ist. Wir finden das wirklich sehr bedauerlich. Ja, ist so. Und werden sehen, wie wir dann künftig da miteinander agieren können. Und hoffen aber, dass das Vorhaben dann trotzdem von Ihnen vorangebracht wird, damit wir halt hier mal vorankommen in dem Gebiet und mit diesen Projekten. Denn wir halten das natürlich für die Stadt für wichtig. Deswegen waren wir ja bereit, auch erneut über unseren Schatten zu springen, wie wir es vor einem Jahr schon mal gemeinsam mit der SPD gemacht hatten. Sehr schade, wie Sie hier agieren. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, wird weiter das Wort gewünscht? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann steigen wir mal in die Abstimmung ein. Ein bisschen zur Vereinfachung des Prozesses würde ich wie folgt vorschlagen zu verfahren. Zunächst zum Ersetzungsantrag, den die kleine Änderung oder Ergänzung von der CDU-Fraktion abstimmen. Wenn wir sehen, ob sie eine Mehrheit oder Nichtmehrheit bekommt und den dann geänderten oder nicht geänderten Ersetzungsantrag abstimmen, bekommt er eine Mehrheit, ist es durch. Und ansonsten wird mir wieder auf die Fassung vom 10. Juli zurückfallen und die dann abstimmen. So, wer der Ergänzung der CDU-Fraktion von Herrn Thiele eingebracht im Punkt 3.3.1 Ergänzung am Ende des ersten Satzes beziehungsweise durch Hochwasser angepasstes Bauen gemäß § 78 Wasserhaushaltsgesetz ausgeglichen werden kann, seine Zustimmung geben möchte, bitte zum Handzeichen. Gegenstimmen? Das ist die Mehrheit. Braucht man nicht zählen. Das ist die Mehrheit. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Ersetzungsantrag. Wer dem seine Zustimmung geben möchte, wie gesagt, unverändert, den bitte ich jetzt um Handzeichen. Gegenstimmen?
Stimmenthaltungen. Enthaltungen. 34 Ja-Stimmen, 26 Nein-Stimmen, eine Enthaltung wird damit so beschlossen. Damit hätten wir den Tagesordnungspunkt 12 geschafft.